Hi Leute, heute gibt es 5 Tipps, wie du deinen Salat aufpimpen kannst. Schnell, lecker, schmackhaft und deftig. Tipp Nummer 1 sind Nüsse, zum Beispiel Mandeln, Walnüsse. Einfach in Salat drüber gestreut. Wenn du zum Beispiel noch einen Restsalat hast, möchtest den einfach sättigender, kräftiger machen, dann einfach ein paar Walnüsse zerbröckeln, drüber streuen oder im Ganzen, wenn du es magst. Das gleiche mit anderen Nüssen, Mandeln zum Beispiel. Tipp Nummer 2, Avocado. Einfach klein würfeln, reinstreuen in Salat oder in Salat reindrücken. Das macht das Ganze kräftiger, sättigender. Gibt eine schöne cremige Konsistenz. Man kann auch dann schön Gewürze dazu tun, in die Avocado beim Reindrücken. Punkt Nummer 3 sind Zwiebeln, Knoblauch, ganz einfach schön fein gehackt oder fein gehobelt im Salat. Das macht das Ganze einfach deftiger vom Geschmack her. Oder zum Beispiel könnt ihr auch euch einen Tomatensalat machen und ja, Zwiebeln da fein reinhobeln. Punkt Nummer 4 sind Trockenfrüchte, Datteln, kleine Dattelstückchen, Goji-Beeren, Rosinen, ja, oder sonstige Trockenfrüchte, klein gehackt, Aprikosen, seid ihr kreativ. Dadurch wird der ganze Salat, ja, auch ein bisschen kräftiger, nahrhafter und pimpt das Ganze einfach schön auf. Tipp Nummer 5, gerade wenn ihr einfach noch ein bisschen mehr Masse wollt, ein bisschen mehr Volumen für euren Salat, wenn ihr nur noch einen Rest übrig habt mit einer Salatsauce oder so, dann fein geraspelte Karotten oder rote Beete kann man zum Beispiel auch verwenden. Aber ja, Karotten ist so mein Lieblingsding. Lecker Rezept ist zum Beispiel auch, das gab es in Marokko, wo ich immer unterwegs war. Einfach nur geraspelte Karotten, ein, zwei Orangen drüber gepresst, die Stückchen könnt ihr mit reinschneiden. Also nur geraspelte Karotten mit Orange und wenn ihr wollt, könnt ihr Zimt drüber streuen. So genial, so einfach und so lecker. Nur Orangen, Karotten, Zimt. Und als Dressing könnt ihr einfach Zitrone oder Limette benutzen. Mit zum Beispiel Orange vermischt. Zitrone, Orange, Limette, Orange, echt geniale Kombi. Probiert es mal aus. Ganz leicht, ganz easy. Ansonsten war es das. Das waren einfach nur schnell 5 Tipps für euch. Ich hoffe, die helfen euch weiter, gerade wenn ihr jetzt auf der Suche seid. Genau. Und so könnt ihr euren Salat wirklich einfach schön deftig, kräftig, sättigend aufmotzen. Mehr Masse bekommen, wenn ihr das wollt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, weitergeholfen hat, abonniert gerne den Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten, macht's gut, Leute. Ciao.